Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr meinen Kanal kennt, dann wisst ihr, dass ich absolut hinter der Elektromobilität stehe. Aber ihr wisst vielleicht auch, dass ich mir nicht zu schade bin, auch mal kritische Fragen zu stellen und auch mal den Finger in die Wunde zu legen, wenn es vielleicht gerade an irgendeiner Stelle nicht so gut läuft. Und dieses Thema Ladekarten, das beschäftigt mich auch schon länger und ich finde, da läuft es zurzeit für mich zumindest nicht so besonders rund und vor allem auch für diejenigen, die neu in der Elektromobilität sind oder sich dafür überhaupt erstmal nur interessieren. Denn die Preise fürs Laden von Elektroautos sind ja alles andere als transparent. Und wenn ich gefragt werde, was kostet mich denn einmal aufladen von so einem Elektroauto? Das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Und da ist nämlich auch schon das Problem, Ladepreise an verschiedensten Ladesäulen sind komplett unterschiedlich, je nach Anbieter und man weiß es im Voraus nicht. Es steht auch an der Säule nicht dran. Und dass das überhaupt erlaubt ist, finde ich schon mal ein Skandal. Deswegen möchte ich heute darüber sprechen und ich möchte euch auch in diesem Video mal meine Ladekarten, die ich bevorzugt benutze und die ich euch empfehlen kann, vorstellen. Deswegen wird es interessant für alle, die neu sind in der Elektromobilität, also bleibt dran. Das Thema Ladekarten ist ja schon für uns Elektroautofahrer kompliziert genug. Und wie soll ich das dann jemandem erklären, der sich für die Elektromobilität interessiert, der eventuell umsteigen möchte und der mich dann fragt, ja, wenn ich eine Ladesäule gefunden habe, wie bezahle ich denn da überhaupt und vor allem, was kostet mich denn da eine Ladung? Das kann man überhaupt nicht beantworten, zumindest nicht pauschal. Das ist halt das Problem, weil je nach Ladesäulenbetreiber oder je nach Ladekartenanbieter, den ich da gerade benutze, herrscht ein regelrechter Tarifdschungel und man weiß im Prinzip vorher gar nicht genau, was kostet denn der Strom hier. Also es gibt da Tarifmodelle, die berechnen den Strom nach Kilowattstunden, wieder andere basieren auf Zeiteinheit und es gibt dann auch Mischmodelle oder es gibt dann Grundgebühr für einmal anstöpseln. Das ist halt sehr, sehr undurchsichtig und dann ist es auch kein Wunder, dass es immer mal wieder Schlagzeilen gibt, wie zum Beispiel hier. An E-Tankstellen abgezockt. Da ging es um einen Plug-in-Hybridfahrer, der ein paar Mal an einem Schwimmbad gestanden hatte. Und dort leider nicht wusste, dass die Ladesäule nach einem Zeittarif abrechnet. Das heißt, er hat dort ein paar Stunden gestanden mehrmals und am Ende musste er 100 Euro für ein paar Kilowattstunden berappen. Oder eine andere Schlagzeile, Abzocke an der E-Ladesäule, Ärger um saftige Rechnung in Bad Schwartau. Dort hat ein Elektroautofahrer 7-mal ganz kurz an einer Ladesäule geladen, insgesamt irgendwie nur ein paar 30 Kilowattstunden Strom und musste am Ende auch 100 Euro bezahlen, weil er nicht wusste, dass dort ein Grundpreis gilt für eine Ladung, egal wie viel man lädt. Ich hätte mich da auch abgezockt gefühlt. Von daher heißt die Devise, unbedingt vor dem Laden über die Preise informieren, sonst tappt man in eine Preisfalle unter Umständen. Wenn ich neu bin in der Elektromobilität, dann ist eben für mich die Frage, wie schaffe ich es da, einen Überblick zu behalten? Was sind die besten Ladekarten für mich, die am preisgünstigsten sind oder mit denen man an verschiedensten Ladestationen eventuell am preisgünstigsten laden kann? Und wie schaffe ich es überhaupt, die Preise zu vergleichen, ohne komplizierte Strichlisten führen zu müssen? Irgendwie möglichst an einem zentralen Ort und ganz komfortabel. Und das möchte ich euch mal anhand meiner Ladekarten erklären, die ich benutze. Das sind insgesamt diese 5, die habe ich mir im Laufe der Zeit zugelegt. Nicht, dass man sie alle zwingend bräuchte, aber ich habe natürlich auch verschiedene Ladekarten, weil sie eben auch an verschiedenen Ladestationen unterschiedliche Preisstrukturen bedeuten. Meine wichtigste Karte, die ich fast täglich benutze, das ist die SWB Stromtankkarte. SWB sind die ehemaligen Stadtwerke Bremen, die gehören jetzt zu EWE. EWE sind die Energieversorger hier im Weser-Ems-Gebiet. Und mit dieser SWB-Stromtankkarte können Kunden der SWB, was ich ja bin, Stromkunden, können für eine Flatrate laden, und zwar egal wie viel Kilowattstunden und egal wie oft sie laden. Die Flatrate beläuft sich auf sage und schreibe 12,50 Euro. Nicht-Stromkunden bezahlen das Doppelte, also 25 Euro, das ist immer noch ein Schnäppchenpreis. Und mit dieser SWB-Stromtankkarte kann man sogar im Moment noch an Ionity-Ladesäulen laden, ohne irgendeinen Mehrpreis zu zahlen. Das ist in dieser Flatrate noch enthalten. Ich bin gespannt, wann das umgestellt wird. Lange kann das nicht mehr andauern. So, und jedenfalls diese Flatrate, die ist das Interessante, denn das gilt nicht nur im Bremer Stadtgebiet für unsere Ladesäulen, die wir hier von der SWB haben. Nein, es gilt auch im gesamten Ladenetzverbund. Und das Ladenetz ist ein Roaming-Verbund von 212 Stadtwerken in Deutschland.
Also fast jedes größere Stadtwerk ist dort angeschlossen. Und wenn die eine Stromtankkarte anbieten, dann kann man damit im Ladenetzverbund in der Regel für den gleichen Tarif laden, indem man auch in seiner Stadt lädt. Also momentan noch ein sehr, sehr günstiger Tarif. In der Regel kann man fast jede Ladesäule damit freischalten, die irgendwo so rumstehen. In ganz Europa sind es 17.000. Ganz Europa heißt mit dieser Karte Deutschland, Benelux und Österreich. Diese Flatrate von 12,50 Euro für die SWB-Stromtankkarte, die wird sicherlich nicht mehr lange Bestand haben. Das heißt, es ist ja schon angekündigt, dass bis zum Jahresende 2020 auf einen kilowattstundenbasierten Tarif umgestellt wird. Und wie das gehen könnte, zeigen schon mal die Stadtwerke Konstanz, die auch in dem Ladenetzverbund sind. Die haben nämlich jüngst erst diese Flatrate abgeschafft und einen Grundpreis pro Monat eingeführt. Das sind nämlich genau 9 Euro, die man bezahlen muss, egal ob man lädt oder nicht. Und dann gibt es einen kilowattstundenbasierten Tarif, der beläuft sich auf 29 Cent die Kilowattstunde innerhalb vom Konstanzer Netz, schwierig auszusprechen, und 37 Cent pro Kilowattstunde innerhalb des gesamten Ladenetzes. Die Preise sind immer noch okay, aber immerhin, es gibt auch einen Grundpreis, auch wenn man mal nicht lädt, muss man trotzdem was bezahlen. Die zweitwichtigste Karte für mich ist die Maingau-Energiekarte. Ich bin ja kein Maingau-Kunde, kein Stromkunde, sondern ein normaler Ladekartenkunde. Deswegen bezahle ich 35 Cent die Kilowattstunde im Moment noch. Maingau hat auch einen Business-Tarif, das heißt, wenn jemand Firmenwagen hat und dort quasi ein Geschäftskunde ist, dann zahlt er 49 Cent die Kilowattstunde. Und es gibt auch keinen monatlichen Grundpreis im Moment. Es gibt aber einen zeitbasierten Tarif, wenn man sehr lange an einer Ladesäule steht. Das sind dann zum Beispiel plus 10 Cent die Minute, wenn man länger als 4 Stunden an einer Wechselstromsäule steht und länger als eine Stunde an einer Gleichstrom-Schnellladesäule steht. Trotzdem ist dieser Maingau-Tarif bei sehr, sehr vielen Elektroautofahrern unheimlich beliebt, weil er einfach für alle Ladesäulen gilt, egal wo man steht. Da muss man also sich im Prinzip keine Gedanken machen. Sobald man diese Karte hat, weiß man als Privatkunde, ich zahle pro Kilowattstunde 35 Cent. Das ist ein Ding, wo ich sage, damit kann man arbeiten. Das kann man auch Leuten erklären und muss nicht irgendwie in komplizierten Regeln denken und je nach Ladesäule sich da irgendwie informieren. Also kann ich noch empfehlen. Ich bin gespannt, wann die Preise erhöhen. Und vor allem auch im Moment noch kann man damit auch an Ionity Schnellladesäulen noch für diesen 35 Cent Tarif laden. Wird sich aber auch in spätestens ein paar Monaten erledigt haben. Gehe ich jede Wette drauf ein. Dritte Karte, die ich empfehlen kann, die ich auch selber benutze, zumindest sporadisch, ist die Get Charge Karte der Deutschen Telekom. Die Karte ist auch kostenlos, wie fast alle Karten. Das heißt, man muss dafür nichts bezahlen, man muss sich einmal nur registrieren und bekommt man die per Post zugeschickt. Und die Telekom hat auch ein Preismodell, was relativ attraktiv ist, mit Einschränkungen. Denn die Telekom hat sich was wieder völlig Kompliziertes überlegt. Es gibt nämlich bevorzugte Ladestationen. Dort ist der Tarif günstig, dort zahlt man 29 Cent die Kilowattstunde. Und es gibt eben nicht bevorzugte Ladestationen. Dort zahlt man 89 Cent die Kilowattstunde. Ja, wenn man jetzt an einer Ladesäule steht, dann weiß man aber nicht, ob die bevorzugt ist oder nicht. Das muss man rausfinden. Und zwar geht es über die GetCharge-App natürlich oder über eine Liste, die auf der Website der GetCharge-App zu finden ist. Allerdings nicht auf den ersten Blick, da muss man schon in den FAQs ein bisschen suchen und auf der Kartendarstellung ganz nach unten scrollen. Also ich habe diese Liste auch auf Anhieb nicht gefunden und man weiß auch vielleicht nicht immer, welcher Anbieter das jetzt gerade ist, wenn man vor einer Ladesäule steht. Also würde ich euch empfehlen, informiert euch mit der GetCharge-App, wo ihr gerade steht, was das kostet und ob das eine bevorzugte Ladesäule ist. Für Leute, die öfter im europäischen Ausland unterwegs sind, kann ich zum Beispiel auch die New Motion Karte empfehlen. Die läuft jetzt auch unter dem Namen Shell Recharge. Das ist im Prinzip auch so eine Art Roaming-Partner und die haben selber kein eigenes Tarifmodell, sondern die reichen im Prinzip die Gebühren der Ladesäulenbetreiber 1:1 durch, schlagen aber eine kleine Transaktionsgebühr von 35 Cent pro Ladung drauf, maximal aber für 20 Mal im Monat. Das heißt, wenn man mehr als 20 Mal im Monat sich irgendwo anstöpselt, zahlt man danach nicht mehr die 35 Cent, erst im nächsten Monat wieder.
Da die aber eben die Tarife der Ladesäulenbetreiber 1:1 durchreichen, weiß man natürlich auch nicht, was einen das kostet. Das heißt, da muss man sich dann wirklich informieren. Ich stehe hier vor einer Ladesäule. Was ist das für ein Anbieter? Was hat der für Preise? Und die Preise der Anbieter sieht man in der Regel auch nur in den Apps der Anbieter, beziehungsweise eben auch in der App Shell Recharge. Dort kann man die Ladesäule aufrufen, an der man steht, und dort wird einem der Preis dann entsprechend angezeigt. Kann auch wirklich alles sein, von Kilowattstunden über Minuten basiert bis zu Anschlussgebühr oder auch Mischmodelle. Dann habe ich mir noch diesen kleinen RFID-Chip von Plug Surfing besorgt. Das ist ein ähnliches Ding. Das war tatsächlich die erste Ladekarte, die ich überhaupt gekauft habe, wo ich mich mit der Materie noch gar nicht auskannte. Und da kommt das Wort gekauft. Ihr habt es gehört, diese Ladekarte kostet 9,95 €. Die muss man im Prinzip einmal bezahlen und dann kriegt man die zugeschickt. Das ist hier auch so ein Sonderfall bei meinen Ladekarten. Alle anderen waren, wie gesagt, völlig kostenlos. Und bei Plug Surfing ist es entsprechend wie bei New Motion. Damit kann man auch fast alle Ladestationen in Europa freischalten. Die reichen auch die Tarife durch. Gibt es halt auch unterschiedliche Preismodelle je nach Ladesäulenanbieter. Weiß man vorher nicht. Das heißt, auch hier bei Plug Surfing heißt die Devise: Bitte benutzt die App, Plug Surfing App, und dann seht ihr, was das kostet, da wo ihr gerade steht. Wer gerne ins französische Ausland fährt, der sollte sich auch nochmal die Charge Map Karte angucken. Charge Map ist auch eine App, die man sich dazu runterladen sollte, und die ist Community Driven. Das heißt, dort sind alle Ladestationen über eine Community gepflegt. Ich mache da selber auch mit. Das heißt, immer da, wo ich eine neue Ladesäule sehe, die dort noch nicht verzeichnet ist, kann man sie über die App eintragen, mit einem Foto versehen, mit Kommentaren und Infos, welcher Betreiber, welche Karten dort funktionieren und so weiter. Das ist echt eine feine Sache. Ich finde die Charge Map App, da ist wirklich fast jede Ladestation, die es in Europa gibt, drauf. Und im Gegensatz zu anderen Apps, wo nur vielleicht 90, 95% der Ladesäulen drauf sind. Also bei Charge Map ist die Liste meines Erachtens am vollständigsten. Und die Charge Map Karte selber ist auch wieder was Besonderes, denn die kostet schon mal Geld, bevor man sie überhaupt benutzen kann. Nämlich 19,90 € kostet die Karte zu bestellen. Dafür hat die Karte meines Erachtens aber auch ein, zwei Vorteile. Nämlich A, sie funktioniert auch in Frankreich an fast jeder Ladesäule. Und sie hat an einigen Ladesäulen, besonders eben auch im Ausland, noch einen sehr günstigen Tarif. Der fängt teilweise bei 21,9 Cent an, also richtig günstig pro Kilowattstunde. Hängt aber auch natürlich wieder vom Ladesäulenbetreiber ab. Deswegen, wie immer, gilt auch hier: Informiert euch über die realen Preise vor Ort an der Ladesäule über die App. Da sind sie natürlich verzeichnet. Und dann gibt es natürlich noch von den Autoherstellern verschiedene Karten. Von Audi, von Mercedes, von VW. Die kann man natürlich auch nutzen, haben teilweise auch Vorteile, gerade dann, wenn es darum geht, mit Ionity zu laden. Dann sind dort die Ladetarife natürlich viel günstiger, als wenn man ad hoc mit anderen Karten dort lädt oder im Roaming mit einer Karte dort bezahlen möchte. Es macht natürlich überhaupt keinen Spaß, vor einer Ladesäule zu stehen und irgendwie mit 7 Apps da zu hantieren und jedes Mal eine App nach der anderen aufzurufen, um rauszufinden, mit welcher Ladekarte ich hier am kostengünstigsten laden kann. Deswegen kann ich euch noch die Website empfehlen, die nennt sich chargeprice.app. Hört sich zwar an wie eine App, ist aber nur eine Website. Blende ich hier unten auch nochmal ein. Und auf dieser Website kann man tatsächlich seine Ladekarten, die man hat, konfigurieren und dort auf einen Blick sehen, wie viel kostet mich das an dieser Ladesäule, je nachdem mit welcher Karte. Das ist eine sehr empfehlenswerte Sache. Spart man wirklich Zeit und ist ein zentraler Ort, wo man den Preis am Ende rausfinden kann. Kann ich nur empfehlen, sich diese Website als Bookmark zu speichern, oder wenn ihr ein Smartphone habt, dann könnt ihr das ja oft eben auch als so ein Icon auf den Homescreen legen und quasi mit so einem Fingertipp wie eine App starten. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ja, ihr habt gesehen, das Thema Ladekarten ist doch nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Gerade wenn man neu in der Elektromobilität ist, dann hört sich das irgendwie ganz, ganz kompliziert an. Ich kann euch aus der Praxis aber zumindest sagen, so schlimm ist es auch nicht, weil wenn ihr normalerweise in eurer Stadt unterwegs seid, dann habt ihr eine Ladekarte oder eine App, mit der ihr eure Ladungen freischaltet. Mehr in der Regel nicht. Und wenn ihr unterwegs seid, auf einer längeren Strecke oder im Urlaub, dann habt ihr vielleicht eure 3, 4 oder vielleicht sogar 5 Ladekarten dabei. Natürlich habt ihr die Apps auf dem Smartphone auch dabei. Dann sollte überhaupt nichts schiefgehen. Und fürs Preisvergleichen, wie gesagt, empfehle ich euch die Charge Price App Website.
Damit weiß man auf jeden Fall, was mich die Ladung kostet, da wo ich gerade mich anschließen will. Und zwar im Voraus und nicht erst, wenn die Rechnung nach Hause kommt. So, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen und es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.